Anna auf Tome Schnitt. Anatomie heißt Aufschnitt. Das heißt, die Anatomie entsteht aus der Betrachtung dessen, was man aufgeschnitten hat. Jetzt schneidet man nichts Lebendiges auf, sondern Totes auf. Und das habe ich auch 2 Jahre lang im Medizinstudium gemacht. Totes aufschneiden und versuchen zu verstehen, was man da so sieht. Das findet meistens nur mit den Augen statt und nicht mit dem Mikroskop. Das heißt, man hält dann für Strukturen für vollkommen und erkannt, obwohl sie es gar nicht sind. Und irgendwann fangen die Zweifel an. Und einer der Punkte dabei ist zum Beispiel, dass wenn man dann Aufzeichnungen findet, dass das Gefäßnetzwerk eines Schneidezahnes nicht 1 Zentimeter lang ist, sondern 5000 Meter. Das heißt, da befindet sich ein Delta von 5000 Meter Kanälen in einem einzigen Schneidezahn. Das ist dann doch ein bisschen größer, als man, wenn man den Zahn auftrennt, noch betrachten kann. Ein weiterer wichtiger, interessanter Punkt ist, dass wenn man, es gibt ein wunderbares Buch zum Wurzelwerk der Bäume. Und da haben Menschen sich die Mühe gemacht, mit Pinseln Bäume auszugraben. Und haben festgestellt, wie riesig diese Wurzelnetzwerke sind. Und sie sind oft 3 bis 5 Mal so groß wie die Büsche oder Bäume. Und auch teilweise 2, 3, 4 Mal so tief in der Erde wie die Objekte. Das heißt, wenn wir einen Spaten nehmen und etwas ausgraben, ist es noch lange nicht das, was es wirklich ist. Es ist halt viel größer und viel gewaltiger und viel, viel interessanter, als wenn wir halt einen Aufschnitt machen und versuchen, etwas zu erkennen. So, insofern ist es Zeit, Anatomie lebendiger zu machen, neu zu betrachten, teilweise mit Geschichten und Vernetzungen zu beleben, aber auch teilweise wirklich neu zu verstehen und zu hinterfragen, ob das, was wir gelernt haben, wirklich so stimmt. Ist das richtig? Ist das real? Ist das wahrheitsgetreu? Oder gibt es da eventuell Geschichten, die nicht passen? Sind das Erklärungsmodelle, die im Grunde nichts erklären können, weil sie halt an Leichen gewonnen wurden, die in Formaldehyd schwammen und wo man mit dem Seziermesser irgendwas versucht hat zu erkennen? Also ja, das Grobe stimmt, das ist richtig. Aber ob das Feine stimmt und ob wir all die Ebenen erfahren haben, die Organe haben, ist sehr zweifelhaft. Ich habe bei Innerweis sehr früh begonnen, mich zu trennen, natürlich von der Betrachtung der Struktur und Biochemie und weiterzugehen und auch über das, was man so unter Körper, Geist, Seele versteht, darüber hinauszugehen. Und daraus ist ein 8-Ebenen-Konzept geworden. Das heißt, wir haben die strukturelle Ebene, wir haben die biochemische Ebene, wir haben die rhythmische Ebene, wir haben die mentale, die emotionale, die energetische, die seelische und die unbekannte, also das, was wir noch nicht verstanden haben. Das sind also 8 Ebenen. Und seitdem versuche ich, alles auf diesen 8 Ebenen und zwar in einer Gleichwertigkeit zu betrachten. Also nicht eine Ebene über die andere zu stellen, nicht die Struktur über die Emotionen oder das Seelische über die Rhythmen, sondern zu sagen, all diese 8 Ebenen haben eine gleiche Wertigkeit. Das ist im Grunde untrennbar miteinander verwoben und wir haben es künstlich zerlegt. Und diese künstliche Zerlegung hat uns am Ende in unserer Wirksamkeit als Therapeuten drastisch eingeschränkt. Und wenn ich halt nur Struktur und Biochemie betrachte, dann finde ich halt Störungen in den Organen sehr schwer und oft sehr spät. Nämlich erst dann bei manchen Organen, wenn 50 bis 60% kaputt sind. Also Leber und Niere müssen bis 50 bis 60% kaputt im Eimer sein, nicht mehr funktionieren, bevor die Laborwerte ansteigen. Das ist ein bisschen spät. So, insofern könnte man jetzt einen sehr bösen Begriff einführen. Man könnte das auch präpalliativ nennen. Das heißt, wenn ich in Labor oder mit Ultraschall was finde, ist das im Grunde präpalliativ. Also ja, palliativ sind die Sterbestationen. Das ist also, wenn ich einen 1/2 Zentimeter Struktur brauche, um etwas zu sehen, und das ist das, was ich beim Ultraschall normalerweise brauche, ist 1/2 Zentimeter. Gute können es ein bisschen kleinere Strukturen erkennen, gute Untersucher. Aber viel weniger ist es nicht. Das sind 2 bis 4 Millionen Zellen. Möchte mir wirklich so lange warten? Wollen wir wirklich so lange warten, bis die Niere zu 60% kaputt ist?
bis die Kreatininwerte endlich mal ansteigen? Ich glaube nicht. Da brauchen wir einen anderen Ansatz. Und deswegen halt weg von diesem strukturell biochemischen Betrachtung zu einer Gleichwertigkeit aller 8 Ebenen. So, das war die Intro. Und ich zeige euch jetzt meine Grafik. Und diese Grafik hat auf dem Außenring 14 Organe, Organstrukturen. Und dann begeben wir uns mal auf eine Entdeckungsreise in die Organe hinein. Und wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, was Gesundheit beschreibt, dann ist Gesundheit Weite, Offenheit, Glück, ein innerer Frieden, eine Harmonie. Also gesunde Strukturen, gesunde Organe, gesunde Beziehungen, gesunde Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort, kann man alle mit diesen Worten beschreiben. Frei, offen, weit, harmonisch, glücklich. Kranke und gestörte Strukturen oder Systeme hingegen sind eng, geladen, disharmonisch, unglücklich. So, insofern erkennen wir ein gestörtes Organ nicht an Laborwerten, wenn wir alle 8 Ebenen betrachten, weil die Laborwerte erfassen nur die biochemische. Wir erkennen es nicht an Röntgen- oder Ultraschallbefunden, weil die erfassen nur die strukturelle Ebene, wenn genug kaputt gegangen ist. Sondern wir erkennen gesunde und gestörte Strukturen an Harmonie und Disharmonie, an Frieden und Ladung, an Glücklichsein und Unglücklichsein, an Weite und an Enge. So, das sind so Grundprinzipien. Und jetzt gehen wir mal in eine ganz differenzierte Betrachtung. Ich zeige euch erstmal die Grafik. Die Grafik nennt sich das Lebensrad. Da sind dann auch noch Therapieansätze drauf. Darauf verzichten wir jetzt mal. Was wir aber haben hier, sind im Äußeren, ist ein Ring von 14 verschiedenen organischen Strukturen. Die Leber, den Dickdarm, Immunsystem, Sexualorgane, Hormonsystem, Herz, Muskulatur, Blut, vegetatives Nervensystem, die Nieren, die Lunge, die Bauchspeicheldrüse, die Knochen und das Gehirn. Und meine erste Einladung an euch ist folgendes. Ihr stellt euch in die Mitte. Also stellt euch einfach vor, ihr steht hier genau in der Mitte. Und hier draußen stehen lauter Menschen und ihr fordert sie zum Tanz auf. Das heißt, ihr sucht euch einen von denen aus, der hier draußen steht, von den Organen, und ihr bittet dieses eine Organ zum Tanz. Und ihr könnt euch die Augen dazu machen, dazu. Und dieses Vorstellen findet dann ab mit einer Art von Verbeugung, von Knicks könnte man auch sagen. Also einem höflich distanzierten Abstand. Das hat auch die Absicht, dass ihr aus einem Abstand heraus die Organe betrachtet und nicht aus eurer normalen, das kenne ich, das ist meins, ja? Sondern Knicks machen, höflich Hallo sagen und um den Tanz bitten. Und dann betrachtet mal, wenn ihr die Augen zu habt, ihr wählt jetzt eins der Organe aus, könnt ihr die intuitiv machen in dem Kreis hier. Stellt euch in die Mitte, schaut das an, macht euren Knicks und bittet um den Tanz. Wenn ihr dann die Augen zu habt, das, was dann auf euch zukommt zum Tanzen, welche Form hat es, wie bewegt es sich? Wie nehmt ihr das wahr, was da auf euch zukommt? So, und dann nehmt es in den Arm. Und lasst euch mal auf den Tanz ein, den dieses Organ gerade aktuell tanzen kann. Wie tanzt ihr zusammen, so wie es dem Organ gerade geht? So, jetzt fängt das Organ an, jünger zu werden. Und das wird immer jünger, bis es sein Optimum erreicht. Also bis es in den Optimalzustand kommt. Was ändert sich im Optimalzustand an eurem Tanz?
So, wenn ihr euch jetzt mal einlasst und zu dem Organ werdet in seinem Optimalzustand, also ihr seid jetzt nicht mehr Tanzpartner des Organs, sondern ihr werdet zum Organ, ihr schlüpft hinein. Und zwar in dem Optimalzustand, den es erreicht hatte. Wie nimmt es sich selber wahr? Wie nimmt es die anderen Organe wahr? So, und dann werdet mal gemeinsam älter. Das heißt, ihr seid jetzt in dem Organ drinne und ihr reift wieder, ihr werdet wieder älter, bis ihr am Ende euer aktuelles Alter des Organes erreicht. Also wieder in den Ausgangszustand zurückkommt, aber diesmal seid ihr im Organ. So, und wenn ihr jetzt die Erinnerung, die ihr noch habt an den Optimalzustand des Organes, wenn ihr das Organ daran erinnert, was es mal war, wie es sich angefühlt hat, wie es getanzt hat, der Tanz ist ja auch der Rhythmus des Organs, die Schwingung, die eigene Musik. Schenkt diesem Organ die Erinnerung. Ihr habt sie beide zusammen besucht. Ja, Robert schreibt, wird fettig und schwerfällig. Naja, war ja mal anders, kann man dran erinnern. Bei Heike hat das Organ ein altes, graues, verschlissenes Röcklein an. Im Originalzustand aufrecht und aufwärts tanzend, aufstrebend tanzend. Erinnert die Organe daran, wie sie waren. Das sind sie eigentlich. Gut, dann könnt ihr den Tanz jetzt erstmal beenden. Wir haben noch zwei Tänzchen vor uns, dass ihr noch mit zwei anderen Organen tanzen könnt. Ich würde mit euch jetzt erstmal eintauchen in Neuentdecken. Und zwar das, was wir glauben zu wissen von Organen oder Strukturen und was aber vielleicht gar nicht so stimmt. Und wir fangen mal mit dem Vegetativum an, vegetatives Nervensystem. Ihr kennt vielleicht den Begriff Sympathikus, Parasympathikus, Vagus. Das ist so das, was wir gelernt haben. Da gehören auch die Plexus dazu, der Beckenplexus, das Sonnengeflecht, die Halsplexi. Da gehören die Vagusäste dazu. Und dann stellt man erstens fest, wenn man Menschen untersucht, dass das so nicht ganz komplett ist. Da fehlt was. Das ist wahrscheinlich so wie der Baum, der mit dem Spaten abgestochen wurde an den Wurzeln. Und die vielen Meter Wurzeln, die hat man halt nicht entdeckt. Und zweitens gibt es wunderbare ergänzende und erweiternde Theorien, wie zum Beispiel die Polyvagaltheorie. Wenn man sich die anschaut, kann die aber auch nicht ganz so stimmen. Also geht man gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen auf eine Entdeckungsreise und sagt, okay, wir sind jetzt mal 20 Leute. Und wir gehen mal rein, wie nimmst du denn, wie nehmen wir alle einzeln voneinander getrennt folgenden Ast wahr? Ja. Und dann beschreiben alle unabhängig voneinander, und interessanterweise kommen alle zu übergleich übereinstimmenden Ergebnissen. Sagst, irgendwas muss da wahr dran sein. Weil wenn 20 Menschen unabhängig voneinander die gleichen Ergebnisse bekommen, dann muss da etwas Wahres dabei sein. So, insofern haben wir haben den Sympathikus im Zentrum aus dem Rückenmark aussprießend und verschiedene komplexe Plexus bilden, also Geflechte bilden im Becken, im Nabel, Sonnengeflecht, Halsgeflecht und so weiter. Das stimmt alles. Vagus lernen wir so, dass der Vorderwirbelsäule auf beiden Seiten, naja, in manchen Büchern halt bis in die Magenregion geht. Das müssen wir viel differenzierter betrachten. Wir haben ja im Vagus drei verschiedene Systeme.
Wir haben auf der einen Seite den ventralen Vagus, das heißt, der läuft auf dem Bauch, auf dem Körper vorne, über die inneren Organe bis unten ins Becken hinein, bis in die Sexualorgane. Wir haben den profunden Vagus, der läuft vor der Wirbelsäule beidseitig nach unten und geht durch die Leiste hindurch bis in die Füße. Und wir haben den dorsalen Vagus, der wird bisher so als dritter Ast teilweise beschrieben. Der geht über die Schultern, hinten, hinter der Wirbelsäule, über die Pobacken, über den Arsch bis runter in die Füße. Das heißt, wir haben also nicht nur zwei Vagusäste, sondern wir haben erstens zwei, die auf dem Rücken laufen bis runter in die Füße. Wir haben zwei, die vor der Wirbelsäule laufen bis runter in die Füße. Und wir haben zwei, die die inneren Organe im Bauch versorgen und bis in die Leiste gehen. Die Sexualorgane. So, das ist schon mal eine etwas größere Struktur. Und wenn wir das Ganze dann noch anatomisch-philosophisch betrachten, sind wir damit noch nicht am Ende, sondern wir haben dann ein sakrales vegetatives System, was auch unsere Interaktionen über Sexualität mit der Umwelt oder in die eingeht. Und wir haben ein kraniales System, vegetativ, was also es gibt ein eigenes kraniales System, das heißt, die kraniale Versorgung kommt nicht aus der Brustwirbelsäule, wie es in den Büchern steht, sondern vom Gefühl her kommt die aus den Kernzonen, nämlich im Mittelhirnbereich. Da, wo das ursprünglich beginnt, gibt es dort auch ein direktes Netzwerk im Schädel. Und dann gibt es noch eine Art von vegetativer Matrix. Und diese Matrix liegt wie eine Art von Torusstruktur, in der wir stehen im Zentrum. Und die fügt das alles zusammen. Also haben wir vegetatives Nervensystem, nicht nur Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus halt mit den Geflechten und Parasympathikus auch Geflechtsanteile und Vagus, sondern Vagus, dorsal, profund, ventral, Sympathikus-System. Dann haben wir die Matrix und die kranialen und sakralen Netzwerke. So, das ist doch ein bisschen größer. Dann kam die Idee, wenn wir das weiter Vegetativum nennen, gibt es Verwirrungen. Wir müssen es irgendwie umbenennen. Und dann war die Idee, warum nennen wir das nicht einfach Reval? Gibt es eine alte Zigarettenmarke, mit der hat es gar nichts zu tun, sondern Re aus dem ägyptischen Gott und Val, gesund, stark, aus dem Lateinischen kommt. Valens ist eine schöne Begrifflichkeit dafür. Und da der Sympathikus auch nicht nur in der Wirbelsäule ist, sondern auch bis runter geht zu den Beinen, sollte man das vielleicht einfach als Fundamentale bezeichnen. Insofern haben wir also erstens eine völlige neue Definition des vegetativen Nervensystems. Wir haben neue Anteile. Und wir haben eine philosophisch-anatomische Betrachtung. Und jetzt fängt das Ganze erst an, spannend zu werden. Die Polyvagaltheorie geht davon aus, dass man in bestimmten Ästen Traumata findet, die abgelagert wurden im Vagus. Ja, die findet man dort in den ganzen Vagussystemen, im Ventralen, im Dorsalen, im Profunden. Spannenderweise aber, wenn man die dort rauslöst, kommen die Thematiken irgendwann wieder. Also muss ich weitergehen und muss die Fraktaltheorie mit einbeziehen. Das heißt, am Ende ist das vegetative Nervensystem in einer Art von Fraktalstruktur gebaut. Ereignisse, die zum Beispiel in Höhe des dritten Brustwirbelkörpers in den profunden Ästen des Vagus fixiert sind, aus irgendeinem Lebensalter, sind auch überall an allen anderen Stellen des vegetativen Nervensystems als Abbilder nochmal kopiert, fixiert. Das ist also überall abgelagert. Nicht nur an der einen Stelle. Wenn ich nur die eine Stelle therapiere, dann werden die anderen Stellen, das ist so wie man hat irgendwie das blöde Ereignis aus der Schulzeit vergessen, hat ein Klassentreffen, dann sagen die, du, wir wissen, weißt du noch damals, als du eingepinkelt hast? Das war so lustig. Ja, und du hast so viele Jahre Therapie gemacht, um drüber hinwegzukommen. Und dieses kollektive Feld erinnert dich dran. Das ist ungefähr genauso. So, das ist also die Einladung, vegetatives Nervensystem mal völlig neu und frei von den anatomischen Vorstellungen selbst zu entdecken und ganz spannende Schlüsse zu ziehen. Und für die, die jetzt ein bisschen ausgestiegen sind, es wird nur noch leichter. Es gibt zum Reval gibt es auch ein Arbeitsblatt mit dabei, das ist fast fertig, da ist das alles grafisch dargestellt, es lässt sich wunderbar auslesen, es lässt sich wunderbar therapieren.
Am Ende kann man das mit der Blume des Lebens in 3D in einer virtuellen Bewegung sauber putzen, ohne viel Aufwand. Man muss nur wissen, wo man arbeitet. So, insofern ein Beispiel für lebendige Anatomie. Es gibt Sachen, die in Büchern stehen. Und es gibt das reale Leben. Und manchmal ist das reale Leben etwas komplexer als in den Büchern. Und wenn wir uns trauen, das, was wir gelernt haben, in Frage zu stellen und selber zu entdecken und bestimmte Übereinstimmungen finden, die immer wieder auftauchen, dann sagt, das muss irgendwas dran sein. Ich vertraue mir jetzt. Ja, also im Grunde ist es nur eine Einladung in selber denken. Gut. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar ein Miteinander von Organen. Wir nehmen mal Pankreas und Gallenblase. So, ich gehe mal davon aus, ihr habt gut Abendbrot gegessen. Und manche Menschen haben ja nach dem Essen so ein Völlegefühl im Oberbauch. Und dann wird meistens die Gallenblase für schuldig erklärt. Ja, und dann trinkt man halt irgendwie einen Verdauungsschnaps oder nimmt was Bitteres oder irgendwas anderes, um die Gallenblase und den Gallenfluss zu stimulieren. So steht es in all den Büchern drin. Ja, und wenn das regelmäßig auftaucht, dann ist die Vermutung danach, vielleicht sind ja Gallensteine da, schneiden wir sie doch mal raus. Schneiden wir die Gallenblase gleich mit raus. Ich habe lange noch in der Chirurgie gearbeitet und habe bei genug dieser Operationen mitgemacht, als Krankenpfleger noch damals, um zu wissen, dass die Beschwerden danach nicht weg waren bei den Menschen. Da ist vielleicht an der Theorie irgendwas nicht richtig. So, wenn ihr jetzt die Organe checkt mit dem Armlängentest, mit dem Pulstechnik auf die Organe, und ihr checkt die Organe und dann werdet ihr feststellen, dass die Gallenblasen sehr selten Stress haben. Die sind meistens in der Balance. Also so häufig, wie denen ein Problem zugeschrieben wird, existiert gar nicht. Was ihr aber häufig finden werdet, ist die Bauchspeicheldrüse. Dass die Bauchspeicheldrüse Stress hat. Jetzt habt ihr einen Patienten vor euch, checkt die Organe durch und mit dem Armlängentest gebt einen Impuls auf das Organ, stellt fest, Bauchspeicheldrüse hat Stress. Fragt, wann hast du das letzte Mal gegessen? Sagt man vor einer halben Stunde, okay. Davor, ach, viele Stunden nicht. Okay, geh mal 3 Stunden zurück. Bauchspeicheldrüse gecheckt, war in Ordnung. So, was hast du gegessen? Na, das, das und das. Okay, stell dir mal vor, das wäre nicht dabei gewesen. Bauchspeicheldrüse, immer noch Stress. Und stell dir vor, das wäre nicht dabei gewesen. Kein Stress mehr in der Bauchspeicheldrüse. Also sie hätten das Gleiche gegessen, aber eine Zutat weggelassen, die sie nicht vertragen haben, und die Bauchspeicheldrüse hätte anschließend keinen Stress angezeigt. So, insofern stelle ich mal in Frage, ob diese ganze Theorie, dass die Gallenblase so oft schuldig ist für irgendwelche Oberbauchbeschwerden, ziemlicher Nonsens ist. Und dass es im Normalfall die Bauchspeicheldrüse ist, die reagiert auf Nahrungsbestandteile, die wir nicht vertragen. Und diese Reaktion dauert so um die 2 Stunden an. Bei manchen endet sie in einem Nickerchen. Bei manchen endet sie in einem Verdauungsschnaps, die anderen nehmen einen dreifachen Espresso, was auch immer, jeder nach seinem Belieben. Aber wichtig ist es zu verstehen, warum reagiert die nicht? Oder warum hat die eine Fehlreaktion? Und wenn ich in der Zeitachse schaue, wie war das vor 2 Stunden und da war der Stress nicht da und nach dem Essen ist er aufgetreten, hat das was mit dem Essen zu tun und ist kein Grundproblem der Bauchspeicheldrüse. Also auch da wieder ein Hinweis, in den Büchern steht, die Gallenblase ist schuld und ihr stellt fest mit euren Methoden, nee, warte, es stimmt nicht. Die Gallenblase ist meistens unschuldig. So, und jetzt schauen wir mal, wie können wir die Bauchspeicheldrüse aktivieren, damit es genau nicht zu diesen Fehlreaktionen kommt. So, ich glaube, es ist Zeit mal wieder für ein Tänzchen. Ihr wählt jetzt in dem Kreis der Organe mal eins aus, wo ihr sagt, was ist vielleicht nicht ganz so glücklich bei mir, also bei euch. Ja, schaut für euch selbst, welche Organe sind bei euch nicht so glücklich. Wählt mal wieder eins aus von denen. Stellt euch in die Mitte, macht den Knick, sagt Hallo, ladet es zum Tanz ein. Beobachtet, wie es auf euch zukommt, wie es sich bewegen kann aktuell. Geht in die Umarmung, geht in den Tanz. Und nehmt den Tanz wahr.
Dann geht in die Zeitreise, das Organ wird jünger, schöner. Geht bis ins Optimum des Organes. Und wenn es im Mutterleib war, dann war es halt da. Ist ja egal, könnt ihr reisen. Genießt den Tanz im Optimum. So, dann werde zu dem Organ. Und dann werdet wieder älter. Und kommt bis in den jetzigen Zustand. Betrachtet den jetzigen Zustand, wie dieses Organ sich mit anderen unterhält, wie es denen mit den anderen geht. Und dann erinnert das Organ an die ursprüngliche Lebendigkeit, den ursprünglichen Tanz. So, jetzt gab es mehrere, die fragten, was ist das Organ, wenn das Organ, was ich mir ausgewählt habe, nicht auf dieser Tafel drauf ist, ist doch völlig egal, dann geht da rein. Das sind ja nur Inspirationen. Vertraut euch doch, wenn ihr was anderes gewählt habt, macht das. Wir gewöhnen uns oft im Leben an bestimmte Mangelzustände oder Behinderungen oder Einschränkungen, ist aber gar nicht nötig. Wir müssen nur die Latte wieder hoch genug legen. So, bereit für das nächste Thema neu entdecken? Wir nehmen mal das Herz. Klassischerweise lernen wir, der Herzinfarkt entsteht durch einen Pfropf in den Koronararterien. Es gibt also eine Verstopfung. Und wegen dieser Verstopfung gibt es dahinter kein Blut oder zu wenig und deswegen geht Herzmuskulatur kaputt. Ist ja irgendwie logisch, hat nur ein Problem. Dass wenn dahinter Muskulatur kaputt geht, werden Eiweiße frei. Und jetzt müsste mir irgendjemand logisch erklären können, wie diese Eiweiße, die dann frei werden, wenn Herzmuskulatur kaputt geht, wie die in diesen Pfropf reinkommen. Weil wenn man den Pfropf aufschneidet, dann ist der durchtränkt von diesen Eiweißen, die erst entstehen, wenn durch den Pfropf eine Durchblutungsreduzierung erzeugt wird und dadurch Muskulaturgewebe kaputt geht. Das heißt, etwas, was später geschieht, taucht in etwas davor bereits auf. Und es gab keinen, der mir das logisch erklären konnte. Das heißt, vielleicht stimmt ja die ganze Theorie nicht. Vielleicht ist ja gar nicht zuerst der Pfropf da, sondern zuerst geht Herzmuskelgewebe kaputt. Und danach bildet der Körper einen Pfropf, um diesen Herzbereich zu schützen. Und auf Kur zu schicken, zu entlasten. Vielleicht ist die Theorie also genau andersrum, weil dann hätte es eine Logik. Weil wenn zuerst Herzmuskulaturgewebe kaputt geht und dadurch bestimmte Eiweißstoffe entstehen und diese Eiweißstoffe sind dann natürlich in dem Pfropf enthalten, weil der ist ja danach dann entstanden. Dann hätten wir aber ein Problem, weil die ganze Kardiologie wäre gegen uns.
weil das ist ja Ihr Grundprinzip, was wir hier gerade anfragen. Dann wäre die Frage, was steuert denn das Herz in der Art, dass Herzmuskulatur schlechter durchblutet wird oder eventuell kaputt geht? Wenn es nicht die Arterien sind, und das ist auch anatomisch logisch, weil es gibt wenig Zellen im Körper, die eine VIP-Versorgung haben, also very important person oder Zelle. Die meisten Zellen kriegen nur eine Gruppenversorgung. Das heißt, da wird über Gefäße und Nerven und so weiter, wird alle Informationen und Nährstoffe werden bis ans Bindegewebe angeliefert und durchs Bindegewebe hindurch transportiert und dann eine Riesenmenge an Zellen verteilt. Das ist eine Gruppenfütterung. So, und diese Gruppe von Zellen packt dann ihre Schlacken wieder ins Bindegewebe und dann wird die Gruppe entsorgt, also der Restmüll von der Gruppe entsorgt. Das heißt, wir haben überhaupt nicht, unser Körper ist viel zu klein dafür, dass jede Zelle unseres Körpers eine eigene Versorgung hätte über Arterie, Vene und Nerv. Dann wären wir mindestens so groß wie ein Elefant. Sind wir aber nicht. Insofern ist unser Körper sehr ökonomisch gebaut. Er hat Gruppenversorgungen gebaut. Viele, viele Zellen werden über das Bindegewebe als Gruppenversorgung betreut. Es gibt ein paar Zellen, die haben eben diesen besonderen Status und dazu gehören Herzzellen. Die haben eine VIP-Versorgung, da hat jede Zelle ihre eigene Thematik, ihre eigene Versorgung. So, und zweitens ist das, die Herzmuskulatur ist so eine Art von Schwammgewebe. Das heißt, da schwimmt sowieso ganz viel Blut drin herum. Es ist also auch mechanisch nicht wirklich zu erklären, weder von der Steuerung noch von der Mechanik, wieso einzelne, selbst wenn ein Koronarast irgendwo blockiert sein sollte, wieso einzelne Bereiche dann irgendwie absterben sollten. Es muss also ein übergeordnetes Prinzip geben, was das Herz so steuert, dass einzelne Bereiche dort irritiert werden. Und dieses übergeordnete Prinzip finden wir in einem Plexus, der wieder nicht in den Anatomiebüchern steht. Der gehört auch zum vegetativen Nervensystem. Ein Plexus, der das Herz versorgt. Und der genau diese Steuerung macht. Und Irritationen in diesem Plexus führen dann zu Irritationen im Herzen. Typischerweise auch mal ein Druck oder ein Stechen und so weiter, was viele Leute haben, in verschiedenen Qualitäten Symptome mal im Herzen kurzzeitig haben, gehen wieder weg. Hat die Medizin nicht wirklich gute Erklärungen zu. Wenn man aber bei diesen ganzen Wahrnehmungen, dass irgendwie was drückt oder piekt oder sticht im Herzen, den Herzplexus frei macht, von Blockierungen befreit, ist plötzlich der Druck und der Schmerz und das Pieken und Stechen weg. Obwohl man nichts an den Koronararterien geändert hat, sondern nur an dem Dirigenten, der das Ganze steuert, nämlich dem Herzplexus. Insofern auch hier wieder die Einladung zum Selberdenken und Selberentdecken. Das, was in den Büchern über Aufschnitt steht, Anatomie, ist eine gute Inspiration und danach kommt die Entdeckungsreise. Gut, kommen wir zum Miteinander weiter. Wir bleiben aber im Oberbauch beim Miteinander, Leber und Magen. Auffällig ist, wenn ihr mit Menschen arbeitet, die offiziell als Diagnose eine Gastritis haben oder chronische Gastritis oder irgendwas derartiges, also eine Magenschleimhautentzündung, und ihr testet den Magen aus über einen Armlängentest, sag mal, hast du ein Problem? Dann sagt der Magen, ich habe keins, mir geht's gut. Aber der da drüben, der rechts von mir, der stranguliert mich. Also ja, sekundär geht es mir gerade nicht gut, aber primär ist das nicht mein Problem, sondern der da drüben ist wütend und der erwürgt mich. Das findet ihr relativ häufig und es ist auffällig, dass Menschen mit einer Gastritis, wenn ihr den Magen checkt, Magen, hast du primär ein Problem? Dann sagt der Magen, ich bin's nicht. Mir geht's gut. Wenn ihr die chinesische Medizin kennt, dann gibt es dort eine Diagnose, die lautet, die übermächtige Leber erwürgt die Mitte. Die übermächtige Leber erwürgt die Mitte. Das ist genau das, was da vorliegt, dass nämlich gestautes, und das ist meistens emotional gestautes in der Leber, dazu führt, dass die Durchblutung des Magens reduziert wird. Wenn die Durchblutung reduziert wird, dann entsteht weniger Schleim, weil das Blut wird ja aufgespalten. Das macht auf der einen Seite die Schleimproduktion, auf der anderen Seite macht es halt auch eine Säureproduktion, die in den Magen geht. Da gibt es eine Störung an der Magenwand. Das heißt, der Magen greift sich selber an.
Auf der anderen Seite, die Basen, die da entstehen, die fehlen nachher im Dünndarm, in der Verdauung. So, offiziell haut man dann die Diagnose raus, Helicobacter pylori. Den müssen wir jetzt mal ausradieren mit einer Antibiotikatherapie. Versteht aber nicht, dass da eine Steuerungsthematik vorliegt, ein Steuerungsproblem, dass es eine Durchblutungssteuerungsproblematik ist und dass der eigentlich Schuldige in dem Fall die Leber ist mit dem Gestauten. Das heißt, der zu Therapierende wäre die Leber und in der Folge sagt der Magen, oh, jetzt geht's mir gut, Hände weg von meinem Hals. Ja, ich kann wieder atmen und schlucken. So, insofern ganz spannend, wenn man eben auch verschiedenste Systeme miteinander verbindet. Und die Chinesen waren da eben sehr, sehr genau in ihrer Beschreibung. Und wenn man das auf eine moderne Sprache überträgt und die Durchblutung mit einbezieht, findet man da gute und schlüssige Antworten. Gut, wir kommen zum dritten Tanz. Also wählt euch ein Organ aus von denen, die dort stehen. Oder ein Organ, was da nicht steht. Macht euren Knicks, fordert zum Tanz auf, beobachtet es, wie es sich bewegt, wie es aussieht, welche Form, welche Gestalt es hat primär. Geht in den Tanz, nehmt den wahr, wie er aktuell ist. Geht in die Verjüngung, ins Optimum. Nehmt den Tanz damals wahr. Werde zu dem Organ, damals im Optimum, geht da hinein. Die Ursula sagt, das gewählte Organ wendet sich ab. Hast du auch einen Knicks gemacht? Hast du dich freundlich vorgestellt und den Tanz gebeten? Also hast du den notwendigen Abstand, die notwendige Neutralität, um das auch zu können? Das ist gar nicht so einfach, gerade wenn es Organe sind, die halt irgendwie einen Stempel drauf haben, dass sie eine Krankheit, eine Störung, eine Diagnose haben. Wir haben die also schon vorverurteilt. Und dann sollen die mit uns tanzen wollen? Haben sie nicht immer Lust drauf. Deswegen braucht sie Neutralität, deswegen den Knicks. Kommt schöne Geschichten, die Anita schreibt, die statt der Leber stand der Vater vor ihr mit seiner nicht ausgelebten Wut. Naja, so findet man ja auch Zugang zu den Geschichten, die dahinter sind. Und kann sie damit auflösen. So, also ihr seid zum Organ damals geworden und wächst dann mit dem Organ bis in den jetzigen Zustand wieder hinein. Und dann erinnert den jetzigen Zustand an die Ursprünglichkeit, an das Optimum. Gut. Ich glaube, Prinzip ist verstanden. Und ihr merkt es, wenn ihr diese Erinnerung zurückbringt, dass das im Körper bereits eine Wirkung hat. Dass da was umschaltet, dass da wie so eine Gänsehaut durchgeht und sagt, wow, darum ging es hier. Ah ja, danke für die Erinnerung. Gut. Wir kommen zu einem Thema des Miteinander und diesmal Sexualorgane und Blase.
Ihr habt bei den Chinesen ja die Organkopplung, das heißt, ihr habt die Yin- und Yang-Organe. Also ein Yin-Organ ist mit einem Yang-Organ gekoppelt und über das Yang-Organ findet oft auch der äußere Ausdruck statt. Ja, Lunge, Dickdarm zum Beispiel als Organpaar drückt sich über die Haut aus. Sexualorgane, also Niere, Blase als Yin-Yang-Organpaar und zur Niere gehören die Sexualorgane als Sexualität. Niere, das ist eine Kopplung. Und ihr habt ja viele Menschen, die haben Blasenprobleme, chronische Blasenentzündung. Und dann kriegen sie dieses Antibiotikum und das Antibiotikum und noch eins und dann nehmen sie irgendwann Tees und dann nehmen sie irgendwann das und das und das und das. Aber dauerhaft weg kriegen sie die Problematiken doch ziemlich. Da wäre schon die Frage, ob man da vielleicht das falsche Organ behandelt. So, und wenn es diese Kopplung gibt, Yin-Yang, und die Blase das Yang-Organ ist und die Niere das Yin-Organ und die Niere eben auch für die Sexualorgane steht, wäre es schon spannend, mal sich die Sexualorgane anzuschauen, ob es da irgendwas gibt, was da nicht hingehört oder irgendwas nicht mehr da ist, was da mal dahin gehörte. Und ich meine jetzt keine Operationen, sondern ich meine Verschränkungen, die entstanden sind durch gelebte Sexualität. Also real oder virtuell gelebte Sexualität, Verschränkungen, die mit anderen Menschen entstanden sind und wo man noch Präsenzen von anderen oder von Thematiken in sich trägt. So, was macht der Körper, wenn er was Fremdes in sich hat? Was macht er denn bei einem Holzsplitter unter der Haut? Er macht eine Entzündung. Der will das ja loswerden und das macht er über Entzündung. Entzündungsreaktionen sind also immer Versuche, etwas Fremdes auszustoßen. Sind also Teil des Regulationsprogramms, sind nicht böse. Das heißt, man sollte auch auf die Keime, die dann helfen bei der Entzündung, nicht draufhauen, sondern sich bei denen bedanken, dass sie helfen. Was ist aber das Fremde, was der Körper versucht auszuscheiden? So, und bei Sexualorganen werdet ihr häufig fündig, dass ihr dort ehemalige Sexualpartner noch findet oder deren Thematiken, die sie getragen haben und in euch hinterlassen haben. Oder dass Anteile von euch sich bei anderen befinden. Entweder habt ihr sie dort platziert, um andere zu kontrollieren über Sexualität. Oder jemand hat sie mitgenommen oder was auch immer. Ist ja so ein Thema der Besitzansprüche, die da sehr schnell mit reinkommen. So, wenn man jetzt ein Organimago macht, das heißt, man stellt sich vor, dieses Organ ist ein Raum oder dieses Organsystem mit allem, was dazugehört bei Sexualorganen, ist ein Raum, schließt die Augen, sagt, wenn das ein Raum wäre, wie würde der Raum aussehen? Dann wird jedes gesunde Organsystem, ist Licht, hell, klar, leicht, frei, wohlriechend. Und gestörte Organsysteme, wo andere Thematiken sich noch befinden, sind bei dieser inneren Bilderreise dunkel, schwer. Da gibt es Gegenstände, bei Sexualorganen eventuell sogar Gerüche von Präsenzen, die dort nicht hingehören. Aber wenn man dann in dieser Bilderreise bleibt und diese Organe aufräumt, das geht zum Beispiel gut mit der Colors Card, man hat also die Augen geschlossen, ist in der Bilderreise drin, hat die Hand auf der Colors Card und wandert dann, wenn man ein Thema hat, sagt, ach, was ist das? Da steht ein Gegenstand, kann jetzt mal raus. Ja, wandert über die Karte, Augen sind geschlossen, aktiviert eine Farbe, lässt die in diesen Gegenstand hineingehen und dann löst sich das Thema auf, das heißt, der Gegenstand verschwindet und der Raum ändert sich. Und das macht man so lange, Technik ist Organimago, das geht eben auch alleine, da muss man nicht immer zum Therapeuten gehen. Das macht man so lange, bis das Organ licht, hell, klar, frei und wohlriechend ist. Und spannenderweise verschwinden dann ganz oft die chronischen Blasenentzündungen. Das heißt, wieder ein Hinweis zum Selberdenken, da ist das Symptom, okay, wo ist die Ursache? Was hängt damit zusammen? Und wo kann ich sinnvollerweise eingreifen? Und wie funktioniert Körper? Und sind die Keime immer wirklich das Böse? Oder sind die Keime eigentlich Unterstützer und helfen uns bei einer ganz normalen physiologischen Reaktion, nämlich einem Versuch einer Ausscheidung, einer Abwehr. So, damit kommen wir zum Thema Neuentdecken. Das wäre dann das Letzte für heute. Immunsystem.
Die Zahlen variieren, aber im Grunde im Verhältnis ist man sich ziemlich einig. Ob man jetzt, es gibt Zahlen, die kommen aus Israel, man sagt 30 Billionen Zellen haben wir als Körper. Aber 39 Billionen Keime in uns. Also klassisch demokratische Strukturen. Wir hätten nicht so viel zu sagen. Wir sind in der Minderheit. Wir bestehen mehr aus Keimen als aus Zellen. Die können also gar nicht alle böse sein. Sondern vielleicht ist es ja ein friedliches und wundervolles Miteinander und ein gegenseitig Unterstützen. Das heißt, wenn wir 39 Billionen Zellen und nur 30 Billionen, 39 Billionen Keime und nur 30 Billionen Zellen in uns haben, dann befinden sich diese Keime ja nicht im Gewebe, im Fleisch, im Blut, sondern die befinden sich im Darm, in den Nasen, im Rachen, in der Lunge und so weiter, also in den Schleimhaut und auf der Haut, auf den Oberflächen, die zugänglich sind. Und da gehören die auch hin. Das heißt, das Immunsystem muss lernen zu unterscheiden zwischen: Ich sehe, dass du nicht ich bist, aber du gehörst hierher. Also wir wohnen hier zusammen. Ja? Lieber Keim, ich erkenne dich, aber ich tue nichts gegen dich, weil du bist Freund. Das heißt, unser Immunsystem muss in der Lage sein, auf der einen Seite zu erkennen, und zwar jede Art von Fremdeiweißstruktur, ob sie aus der Nahrung kommt, als Gluten oder als Milcheiweiß oder sonst irgendwas. Oder ob es der Keim oder der Keim ist, egal ob jetzt Viren, Bakterien oder Pilze. Ne? Und gleichzeitig sagt er aber auch, ich mache nichts. Ich sehe dich, aber ich tue nichts. Ich aktiviere mich, aber gleichzeitig hemme ich mich in der Antwort. Ich könnte jetzt gegen dich vorgehen, aber mache ich nicht, weil du bist Freund und gehörst dazu, du bist Teil der Familie. Ja, so wie er halt in der Familie auch sagt, ach, Kinder, ja, das bin nicht ich, das sind die Kinder, aber die gehören dazu. Ja, die werdet ihr reinlassen. So, und genauso hat unser Immunsystem halt in dem schleimhautbasierten Anteil zwei Funktionen, nämlich die Aktivierung, das Erkennen von Fremd und gleichzeitig die kontrollierte Nichtreaktion, also die Unterdrückung der Antwort. Das heißt, Immunsystem fit machen heißt nicht automatisch alles scharf machen. Immunsystem fit machen heißt normalerweise Wachsamkeit, aber nichts tun lernen, nicht reagieren. Und spannenderweise haben viele Menschen zwar eine normale Aktivierung des Immunsystems, aber ihre Unterdrückung der Antwort ist blockiert. Das heißt, sie erkennen das Eiweiß und legen los. Anstatt zu sagen, warte mal, brauche ich doch, gehört doch zu uns, wohnt hier, darf hier sein. Ja? Und dann haben wir viele, viele Fehlreaktionen. Und diese Fehlreaktionen nennen sich dann Asthma, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und so weiter und so fort. Die sind alle Ausdruck davon, dass das Immunsystem in seiner Hemmungsfunktion blockiert ist. Das könnt ihr euch wie eine Wippe vorstellen. Ihr habt auf der einen Seite auf der Schleimhaut die Aktivierung und auf der anderen Seite die Blockierung der Antwort. Ja, es muss beides losgehen. Die Aktivierung nach oben, die Blockierung nach unten. Gibt es auch Zellen, die hießen früher T-Suppressorzellen, jetzt nennt man sie T-regulatorische Zellen. Also ich finde es gut, dass man den Begriff Regulation da eingeführt hat und aus der Unterdrückung raus ist. Die regulieren halt die Antwort. Und ihr werdet häufig, wenn ihr diese Zellstrukturen checkt, werdet ihr feststellen, dass genau diese Unterdrückung der Antwort ein Problem hat. So, insofern können wir Immunsystem auch da neu entdecken und sagen, okay, erstens, wir haben, erste Frage ist, sind es die Keime oder ist es ein Fremdeinfluss, ein Fremdfeld? Wir lassen es mal offen. Wir haben also Kontakt mit etwas Fremden, Keime, die nicht zu uns gehören oder einem fremden Feld. Wenn es ein fremdes Feld ist, dann gibt es ja auch Keime, die dann reagieren, um uns fit zu machen. Gibt es Antikörper. Wenn es Keime sind, irgendwie schlucken wir das Zeug runter. Ja, wir schlucken ja ständig irgendwie Rotz und Speichel und alles Mögliche runter. Das kommt ans Ende vom Dünndarm. Da gibt es einen halben Meter und der ist voll mit mandelähnlichen Strukturen. Sieht also aus wie unsere Tonsillen. Nennt sich Peyersche Plaques. Und da gehört auch der Blinddarm mit dazu.
Und diese Payerschen Plaques erkennen dann und legen die finale Immunantwort fest. Und die sagen dann, Gefahr fürs Gesamtsystem, alles scharf machen, sofort alle umbringen. Oder sagen, warte, Freund, ich erkenne es, aber ich tue nichts. Das machen die Payerschen Plaques. Insofern für euch spannend, wenn ihr als Therapeuten euch halt den letzten halben Meter ungefähr vom Dünndarm anschaut, zum Beispiel meine Organreise, und die Blinddarmregion, inwiefern dort dieses System der Payerschen Plaques irgendwelche Irritationen hat. Ihr findet, wenn ihr eine Bilderreise macht, zum Beispiel häufig dort Subräume von abgelagerten Thematiken, die dann normale Immunreaktionen blockieren können. So, also, die Information geht in den Darm und entweder geht es das könnte ins Blut gehen, ins Gewebe, wir müssen komplett alles scharf machen, generalisierte Antwort, oder das bleibt auf der Schleimhaut und Freund, Feind, ja, Balance, keine Antwort, der Freund. So, insofern ganz wichtig, wenn wir Immunsystem neu verstehen, Immunsystem aktivieren bedeutet also jetzt nicht immer, das kampfbereiter zu machen und noch reaktiver zu machen, sondern Immunsystem aktivieren bedeutet die Balance, sozusagen die Weisheit zu aktivieren, die richtige Entscheidung zu treffen. Und die Unterdrückung der Antwort muss genauso aktiviert werden. Und das ist manchmal therapeutisch, das ist eine der größten Aufgaben mit welchen therapeutischen Maßnahmen stärke ich die Unterdrückung der Antwort des Immunsystems, damit der Körper nicht mehr als Folge dann mit irgendwelchen Autoimmunerkrankungen, Entzündungsreaktionen des Darmes oder irgendwas derartigem antwortet. Dass er also überschießend reagiert auf Strukturen, die er gar nicht angreifen bräuchte. Also könnt ihr wie eine Wippe machen. Ja, ihr habt also auf der einen Seite die generalisierte Antwort, die ist IgG-basiert, die muss, wenn irgendwas ins Fleisch kommt, ins Blut, muss sowieso alles beseitigt werden, weil da muss es steril sein. Und dann habt ihr die schleimhautbasierte Antwort, das ist IgA. Die muss halt auswählen zwischen erkennen und nicht tun oder erkennen und tun. Und in den meisten Fällen muss sie nicht tun. Und genau dieses Nicht-Tun ist blockiert. Gibt es auch ein schönes Arbeitsblatt zum Thema Immun, wo auch die ganzen Zelltypen nochmal drauf sind, dass man genau schauen kann, welche Zellstrukturen, wie ist der generelle Zustand des Immunsystems. Ja, auch Leute, die geimpft sind, wo stehen sie anschließend mit dem Immunsystem? Spannenderweise meistens noch irgendwo bei 10-20% Immunsystem. Das ist weit unten. Wie kriege ich das wieder reaktiviert? An welcher Stelle genau ist die Blockierung? Oder wie finde ich eine erlebte Starre noch in einer generalisierten Antwortstörung des Immunsystems? Und so weiter. Da gibt es viel. Gut. Soweit meine Inspirationen heute. Vom Aufschnitt zur Betrachtung des Lebendigen zu kommen, vom Baden in Formaldehyd und stinkende Hände, auch wenn man Gummihandschuhe trägt, zu einem Wohlgeruch und Wohlgeschmack und einfach den lebendigen Menschen entdecken mit all den Werkzeugen. Wir haben so tolle Werkzeuge. Über die Testung, über die Wahrnehmungsfähigkeit, über das Scannen, wir brauchen keine Geräte dafür. Wir können das über Geräte nachweisen. Ja, wir sind auch dabei, gerade ein Labor aufzubauen mit allen möglichen Geräten, um all diese Wahrnehmungen dann in Labormethoden nochmal zu überprüfen. Aber ihr braucht wirklich nur eure Sinne und eine scharfe Beobachtungsgabe und ein permanentes Hinterfragen von dem, was wir gelernt haben, ob das wirklich so stimmt. Und dann werdet ihr tolle Sachen entdecken. Gut. Viel Spaß damit.